Hallo und herzlich willkommen zurück in Shanghai. Heute ist Mittwoch, der 12. Februar, und ich wollte euch in diesem Video mal mitnehmen und zeigen, wie so die Woche hier verläuft mit den ganzen Einschränkungen, die wir durch den Coronavirus haben. Mein erstes Video dazu hatte ich am 23. Januar aufgenommen und einen Tag später gepostet, das ist knapp 3 Wochen her. Und ich glaube, wir hätten uns alle nicht vorstellen können, wie dieser Virus sich noch weiter verbreitet. Heute haben wir 45.000 Leute, die sich inzwischen angesteckt haben. Wir haben über 1.000 Todesfälle, das sind mehr als bei SARS. Und es wurde auch sogar jetzt auch ein offizieller Name für das Virus, verkündet. Und zwar heißt es Covid-19. Die Einschränkungen, die wir hier in Shanghai hatten, waren auf den ersten Blick erstmal recht positiv, denn wir haben eine Woche Sonderurlaub von der Shanghaier Regierung bekommen. Und die, die im Ausland waren, sind auch erstmal dort geblieben, denn es war hier eigentlich alles zu. Also es sind alle Sehenswürdigkeiten geschlossen, die meisten Restaurants sind zu, Supermärkte haben offen, genauso wie ich sehr viele Starbucks gesehen habe und auch diese Convenience-Märkte, also so Family Mart, 7-Eleven. Und aber ansonsten ist eigentlich das normale Leben wirklich aufs Zuhause beschränkt. Wir sind am Sonntag zurückgekommen und am Montag musste ich dann erstmal meinen Laptop aus der Firma holen, denn wir haben jetzt Homeoffice erstmal. Und wie das war, wie ich auf die Arbeit gekommen bin und wie das Ganze aussah, auch im Vergleich zum normalen Leben, seht ihr jetzt. Wenn man rausgeht, ist absolute Maskenpflicht. Die meisten tragen auch noch Handschuhe und ich hatte schon erwartet, dass die Leute wirklich Abstand voneinander halten. Was ich aber faszinierender fand, ist, dass wirklich niemand mehr was anfasst. Was sehr, sehr ungewöhnlich ist in China, muss ich sagen. Und gestern war ich wirklich den ganzen Tag zu Hause und ich bin generell kein Fan vom Homeoffice, muss ich sagen. Aber es hat gestern noch geregnet und man verfällt wirklich irgendwie so dann auf einmal in düstere Gedanken, wenn man wirklich von der Außenwelt so ein bisschen abgeschnitten ist. Natürlich mit den Kollegen spricht, aber die Gespräche da natürlich auch ein bisschen anders verlaufen als sonst, weil man natürlich erstmal wissen will, wie es ihnen geht, ob alles okay ist. Und ja, wenn man dann überhaupt nicht an die frische Luft geht und sich bewegt, das kann schon wirklich zu Einschränkungen führen. Heute ist zum Glück die Sonne rausgekommen und ich wollte mal jetzt endlich in den Supermarkt gehen und ein paar Sachen besorgen und würde euch da einfach mal mitnehmen. Ja.
seht, sind die Supermarktregale gut gefüllt und es ist alles für den täglichen Bedarf da. Wir haben in den letzten Wochen und Tagen sehr, sehr viele Regeln, Sicherheitsmaßnahmen, Empfehlungen ausgesprochen bekommen und ich wollte noch mal ein bisschen auf die wichtigsten eingehen. Top Nummer 1 ist eigentlich die 14-tägige Quarantäne. Also wenn man aus anderen Provinzen, also die Hubei-Provinz ist ja generell abgeriegelt, aber aus anderen Provinzen oder aus dem Ausland nach Shanghai kommt, wird empfohlen, dass man sich in so eine 14-tägige Selbstquarantäne begibt. Das beginnt damit, dass man am Flughafen oder Bahnhof so einen Zettel ausfüllen muss, wo man herkommt, wo man die letzten Tage war, ob man sich vielleicht angesteckt hat, ob man Fieber hat und so weiter. Und das ist, wie gesagt, ein Zettel, den man ausfüllt. Wenn man dann aber in seine Wohnung kommt, wird man vom Nachbarschaftskomitee auch gebeten, so einen Fragebogen, eigentlich ist fast der gleiche, einfach nochmal online auszufüllen. Die Firmen gehen inzwischen auch dazu über, dass man täglich seinen Gesundheitsstatus einfach meldet, um sicherzustellen, dass wirklich die Leute 14 Tage oder noch länger, also es sind auch viele, die immer noch nicht ins Büro gehen, eigentlich glaube ich fast keiner im Moment, und dass man einfach auf der sicheren Seite ist, dass man entsprechend lang in Quarantäne war und auch andere nicht anstecken kann. Punkt Nummer 2 betrifft eigentlich alles, sobald man aus seiner Wohnung rausgeht. Also draußen ist Maskenpflicht und wenn man in Gebäude, sei es jetzt Mall, Bürogebäude, Restaurant oder auch in einen Compound zum Beispiel reingeht, wird dort immer die Temperatur gemessen, sei es an der Stirn oder auch am Handgelenk. Man muss sich dann meistens in eine Liste eintragen mit Handynummer und aktueller Temperatur. Man kann sich jetzt drüber streiten, wie effizient das ist. Meine Temperatur schwankt meistens zwischen 33 und 36 Grad. Es hilft aber einfach, die akuten Fälle wirklich rauszuholen und es ist auch so eine gewisse Sicherheit da. Was ich viel wichtiger finde, ist, dass in den Restaurants, die wenigen, die offen sind, wenn man da reingeht, dass man direkt aufgefordert wird, nach dem Temperaturmessen einfach sich die Hände zu waschen, nach diesen 6 Regeln der WHO. Und es gibt auch immer Desinfektionsmittel, wo man auch aufgefordert wird, dieses bitte sehr häufig auch zu benutzen. Punkt Nummer 3 sind alle Empfehlungen zur Stärkung unserer Gesundheit. Wir sind natürlich alle hier im Homeoffice, die Kinder im Homeschooling und da ist es natürlich wichtig, dass man sich gesund und ausgewogen ernährt, dass man vielleicht auch öfters mal die Wohnung lüftet und auch Sport macht. Das kann man zum Teil zu Hause machen. Wir gehen aber auch einmal am Tag raus, um einfach ein bisschen Bewegung zu haben für den Körper. Und wenn das Wetter draußen schön ist, hat man natürlich auch entsprechend Sonne und Vitamin D, die man da tankt. Grundsätzlich ist die Stimmung recht gut, muss ich sagen. Und durch die verschiedenen WeChat-Gruppen, also durch chinesische WhatsApp, teilen wir auch sehr, sehr viele Informationen, diskutieren natürlich über die aktuelle Lage und vor allem helfen wir uns gegenseitig. Das frühere Wir-Gefühl ist jetzt eigentlich nur noch stärker. Und was auch sehr schön ist, dass viele Leute auch ihren Humor in der aktuellen Situation nicht verloren haben. Heute ist Freitag, der 14. Februar, Valentinstag. Und im Moment sind sehr, sehr viele positive Nachrichten unterwegs und ich würde auch gern einfach das Video mit ein paar schönen Bildern oder auch kreativen Ideen jetzt beenden. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir bitte einfach unten in die Kommentare. Ich werde versuchen, so gut es geht zu beantworten.